Ticket. Mach am Eier Blick dicht. Und die Zeit rennt tick tick. Will nie mehr diese Shit. Lieber nimm den Kick mich, das hier ist so sick sick. Wieder so ein Hit. Ey, ich will, dass ihr mitnickt. Trinkt den Divine Liquid, backt die Mager Lichtblick. Oh, take Fassad, zip zip, Tutsi Käse, drip drip, alle Guppies schick schick. Wow, der mit Krishna Picknick, keiner ist hier pissig, schlechte Laune ist nicht. No, let's go. Shrima Narayana, Shrima Narayana, all about us, let's go. Let's go, let's go. Parama Hamza, Shri Swami Vishwananda, help us to let go. Shrima Narayana, Shrima Narayana, all about us, let's go. All about us. Parama Hamza, Shri Swami Vishwananda, help us to let go. To the lotus feet. Shrima Narayana, Shrima Narayana, all about us, let's go. All about us. Parama Hamza, Shri Swami Vishwananda, help us to let go. Yes, Bruder, eine weitere Frage aus unserer Community, und zwar, warum man einen Guru braucht, wurde gefragt. Was soll das Ganze, ne? Weil viele Leute meinen ja, Gott ist ja in einem selbst, und warum sollte man das denn im Außen verehren, dieses ganze Guru-Ding, ne? Ja gut, ich finde es halt wichtig zu verstehen, dass wenn man jetzt sagt, ja, Gott ist doch in mir selber und sowas, dann kann man aber auch gleichzeitig voll schnell wieder in so ein Ego reinkommen, dass man so sich denkt, ah ja, so, weil es gibt auch viele in der spirituellen Szene, die sagen, ah ja, ich bin Gott, Gott ist alles und ich bin Gott und so. Aber das finde ich halt gefährlich. Ja, was heißt gefährlich? Also die Frage ist ja immer, was bringt das, das zu sagen? In der Spiritualität sollte ja darum gehen, dass du dich transformierst und dass du wirklich das Göttliche in deinem Inneren findest. Mhm. Aber nur, dass du, ja, okay, ich bin Gott, ja und jetzt, so, weißt du? Ja, bist, oder bist, Gott ist in mir. Bist du jetzt glücklicher oder was? Also, okay, du weißt, dass Gott in dir ist, okay, dann finde mal. Mach mal Gottverwirklichung jetzt. Du weißt doch, wie es geht. So, weißt du, was ich meine? Ganz einfach. Ja. Mach mal. Ja, es ist halt eine Sache, theoretisch zu wissen, dass Gott in einem ist, aber ein Meister, der kann halt einen komplett dahin führen und einem wirklich diese Experience oder die Erfahrung davon geben, dass es halt von so einem theoretischen Wissen zu einer Umsetzung kommt, dass man wirklich anfängt zu spüren und auch wirklich zu realisieren, ah krass, da ist wirklich was in mir so. Ja. Und dann auch eine Beziehung dazu aufzubauen im Endeffekt. Ja, das ist ja auch nur ein Konzept, das zu sagen. In mir ist Gott. Ja. Einfach, ja, das habe ich mal da gelesen in diesem spirituellen Buch. Ne? Geil, Bruder. Kann ich jetzt eben asozial sein? Ich bin ja eh Gott. Es bringt dir ja dann nichts weiter, wenn du nicht diese Glückseligkeit erfährst. Und ein echter Sadguru, ein echter spiritueller Meister, ein Avatar, kann dir halt diese Einblicke geben, dass wirklich Gott in dir ist. Zum Beispiel gehst du zu seinem Darshan. Und dann spürst du das auf einmal, dass da wirklich diese göttliche Essenz in dir ist. Und 10.000 andere Leute, die bei ihm waren, beschreiben das Gleiche. Mhm. Und das hatte ich persönlich hatte vorher niemals dieses kosmische Gefühl, diese kosmische Liebe. Ich habe klar Liebe gefühlt in meinem Leben, ja. Aber niemals diese Art von Liebe habe ich vorher noch nie gefühlt gehabt. Ja. Und das ist die Gnade des Meisters, dass er dich das spüren lässt. Und dann musst du aber trotzdem ja deinen Weg geben. Der Meister gibt dir dann Techniken, spirituelle Dana-Techniken, dass du weiter den Weg der Reinigung gehst, weil du kannst ja Gott sitzt in dir, ja, das stimmt. Aber du kannst den, oder ein Teil Gottes, ja, du bist ja ein Teil Gottes. Du bist selbst nicht der große Gott, sondern du bist ein Funken von Gott, ja. Aber du kannst ja, du musst ja, um das zu finden, erstmal durch diese Reinigung gehen, dein Mind reinigen, dein Inneres, deine verschiedenen Karmas reinigen, und der spirituelle Meister gibt dir da auch für Technik, dass du jeden Tag an die arbeitest, ne. Weil jetzt diese ganzen Yogis, die kennen ja auch die Leute, ja, Yogis, die meditieren jahrelang, und Sadhus im Himalaya, was weiß ich wo, ne? Die machen das ja auch nicht aus Spaß. Mhm. Weil die machen das ja auch, weil die Gott in ihrem Inneren verwirklichen wollen. Ja. Die sagen ja, ey, ich bin Gott, okay, so, weißt du, die schwurbeln ja auch nicht rum, die gehen ja auch, tun das, was sie zu tun haben. Die reden da auch gar nicht drüber, so. Vor allen Dingen, wenn du einmal so anfängst, immer tiefer reinzugehen und das auch so immer mehr wirklich so tiefgreifend da immer mehr zu verstehen und auch wirklich zu fühlen und zu leben, dann redet man, glaube ich, auch immer weniger darüber, weil man auch checkt, die meisten Menschen, die raffen überhaupt nicht, was es überhaupt bedeutet. So, ja, Gott ist in mir. So. Ja.
cool, kann man viel drüber reden, aber wenn so, was bedeutet es ja, wie du gesagt hast, was bedeutet es wirklich so, ne? Das ist halt eine Phrase, mit der man um sich wirft, weil man die in spirituellen Kreisen mal gehört hat, so, aber okay, dann zeig mir Gott, dann zeig mir nochmal, was macht das, dass der in dir ist, so. So, also es ist halt nur leer, es ist heiße Luft, so. Ja. Und der echte spirituelle Meister kann dir das halt, der kann dich dahin führen, Schritt für Schritt, ne? Aber nicht an einem Wochenendseminar, sondern ist das halt, würde ich mal sagen, Lebenswerk oder dann geht es im nächsten Leben eventuell weiter, ne? Aber man sagt ja, wenn du jetzt beim spirituellen Meister bist, kann der dich dahin führen. Also kann funktionieren. Kann er dich sozusagen, kann er dir die Verwirklichung geben? Ja, aber es ist dann halt auch wichtig, denke ich mal, dass man sich selber die Frage stellt, was will man überhaupt? Will man einfach so ein bisschen, sage ich mal, hobbymäßig Spirituali, also so Spiritualität praktizieren, weil man da einfach Spaß dran hat oder weil es einem vielleicht auch hilft, besser durchs Leben zu kommen oder sonstiges? Oder will man halt wirklich immer tiefer gehen und für sich persönlich so die wichtigsten Fragen des Lebens sozusagen beantworten? Ja. So, und das ist halt ein komplett individueller Weg dann so. Aber wie gesagt, da muss man sich mal die Frage stellen, okay, was will ich überhaupt? Will ich jetzt einfach nur sagen können, ja, Gott ist in uns und darüber reden können? Oder will ich wirklich den Weg gehen und wirklich diese innere Beziehung zum Leben, zu Gott aufbauen? So, und sagt ja Guruji auch immer, das ist halt eine Sache, das ist nur zwischen dir und ihm. So. Das ist im Endeffekt, der Trick dabei ist, du kannst fast gar nicht damit also mit anderen darüber reden, weil das so individuell ist, es würde einfach niemand verstehen. So. Ja. Und dessen muss man sich halt bewusst sein. Will man einfach nur dann irgendwie so ein bisschen erzählen können wollen, so, oder will man halt wirklich wahrhaft diese tiefgehenden Erfahrungen machen? Jetzt nochmal zurück, aber zu dem Satguru, warum man den braucht. So, das ist ja einfach auch hier im Westen besonders, ist das halt manipuliert, meiner Meinung nach. Das Guru und ganz böse und das ist immer was ausnutzen und Manipulation. Das ist in den Köpfen der westlichen Leute. In Indien ist das komplett normal. Ne? Satguru und so. Besonders auf dem spirituellen Weg, dass du da einen spirituellen Meister brauchst sogar, um wahrhaft ja, Fortschritte machen zu können. Sonst kannst du keine wahrhaften Fortschritte machen. Ja. Im Endeffekt, willst du noch was sagen gerade? Ja, warte nur, weil, guck mal, du brauchst erstmal ein Guru bedeutet ja nur Lehrer. Und das ist ja, die ganze Welt funktioniert so, Schüler-Lehrer-Verhältnis, überall. Wenn du jetzt Fußballprofi werden willst, also jetzt mal der Vergleich, das ist ja höchstes Niveau, dann hast du auch einen Trainer. So, du hast einen Star-Trainer sogar, der dich trainiert. Du hast verschiedene, du mietest dir noch Trainer dazu, die mit dir verschiedene Trainingseinheiten machen. So. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich bin ein Fußballprofi. Und dann Ja. bist du das auch. Nee, bist du nicht. Genauso ist das ja mit dem spirituellen Weg. Und warum sollte man da, die Spiritualität ist ja das größte Feld, so, was es gibt, weil das nicht nur diese Welt umfasst, sondern auch alles drumherum. Das Spirituelle, also das ist also das größte Feld im Grunde, was es gibt. Da darf es also keinen Lehrer geben, da kann man das auf einmal selbst. So, du holst dir schon einen Lehrer, also einen Klempner, wenn deine Toilette nicht mehr funktioniert. So, machst du auch nicht selber. Verstehst du das? Ja, manche vielleicht schon. Oder da bei deinem Auto, da fährst du auch zum Kfz-Meister. Das ist auch Naja. so, aha, wie, du kannst dein Auto nicht reparieren. Aber dich selbst spirituell irgendwie in das Unbekannte, was keiner kennt, das kannst du auf einmal. Das weißt du. Aha, du hast Gott in dir. Okay. Findest du nicht. Du verirrst dich. Geht gar nicht. Weil das Ego viel zu stark ist. Am Anfang ist es viel zu stark, viel zu mächtig. Der Verstand ist viel zu mächtig. Na, du kannst doch nicht einfach so sagen, ich folge jetzt von heute auf morgen meinem Herzen. Das geht gar nicht, weil der Verstand, ich folge jetzt dem Flow des Lebens und so. Es ist nicht möglich. Am Anfang besonders nicht. Später, durch den Satguru, lernst du das immer mehr, auf deinen inneren Guru zu hören, auf dein Herz, auf deinen göttlichen Funken immer mehr zu hören, aber am Anfang geht das gar nicht. Ja. Weil du noch viel zu stark diese Konzepte hast, wie was zu sein hat, was die Welt eigentlich ist und dies und das. Aber der Satguru kommt, der zerstört das erstmal alles. Und dann fängst du wieder neu an zu leben. Du wirst neu geboren so. Aber das kannst du dir selber nicht geben, das geht gar nicht.
Ja. Da verirrst du dich. Du Was gehst ja auch nicht nicht, heißt, denke warte, ich mal, einen ja. Satz noch, du gehst ja auch nicht ohne Führer in den Dschungel. Willst du niemals machen. Weil du würdest da sterben einfach. Und was ist der Dschungel im Gegensatz zur Spiritualität, zu allem, was ist? Das ist ja nichts, der Dschungel. Verstehst du das? Ja. Ja, ich denke, es ist trotzdem wichtig zu sagen, dass, dass man trotzdem, sage ich mal, jetzt keine Angst davor haben sollte, einfach zu versuchen, seinem Herzen zu folgen und es halt zu praktizieren. Aber wie du gesagt hast, man kann jetzt nicht von heute und morgen sagen, so von heute auf morgen sagen, oh ja, das ist jetzt meine Herzensführung und das, also, weil Guru dieser hat ja selber, du hast mir, glaube ich, gerade eben so ein TikTok geschickt, wo er auch darüber gesprochen hat. Wenn wir überhaupt noch nicht differenzieren können zwischen was kommt aus dem Kopf einfach nur und was kommt wirklich aus der Herzensführung, dann ja, ist es halt schwierig zu sagen, ja, das ist das Herz und dies und das, weil der Verstand, der kann einen schnell austricksen und dann einen sozusagen in so eine Illusion reinführen, wo wir dann denken, oh, das ist jetzt voll die Herzensführung und dies und das. Ja. Aber trotzdem muss man irgendwo anfangen und halt irgendwie sich trauen auch mal so. Klar, sowieso. Das sowieso praktizieren auf jeden Fall, aber nicht da so schwurbeln halt. Ja, genau, abdrehen davon, ja. Und sagen, ich bin Gott. Naja. Und was du auch gerade gesagt hast, ich fand es so cool beschrieben, was du gesagt hast. Und zwar dieses Feld Spiritualität ist so groß, ne? Und wir wachsen halt nun mal in einer Welt auf, die so krass nach außen gerichtet ist. Ich finde es schon fast anmaßend zu sagen so, ah ja, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Ja, Gott ist ja in mir drin. Ah ja, ich weiß, wie es funktioniert so. Wenn man nicht wirklich so Blut, Schweiß und Tränen auch da reinsteckt sozusagen, weil es ist ein krasser Prozess auch, dieser Aufwachungsprozess. Es ist ein Ja, krasser Prozess. voll. Und deswegen, ja, Du bin ich da wirst. immer sehr vorsichtig, wenn halt jemand sagt, so, er hat irgendwie jetzt die krasse Erfahrung gemacht und Ja. also nicht, also wie, so gewisse krasse Erfahrungen sind meiner Meinung nach auch voll wichtig, um sich vielleicht für gewisse Sachen zu öffnen, um sich erstmal, weil wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Zeit gar nicht geglaubt hat, dass es sowas, sage ich mal, hinter dieser physischen Welt noch viel mehr gibt, dann ist es, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, mal so eine gewisse Erfahrung zu machen, wo man sieht, boah, krass, ey, da ist ja doch mehr. Aber das heißt nicht, dass man sich jetzt plötzlich dann irgendwie, dass man plötzlich alles verstanden hat, gar nicht, null. Dann hat man vielleicht mal einen kurzen Einblick bekommen und dann fängt erst mal an, dass man wirklich anfängt, die Arbeit reinzustecken. Dann fängt es erst an, dass man anfängt, den Weg zu gehen, zu sehen, okay, so. Das andere war ja voll gelogen die ganze Zeit. Es gibt ja viel mehr und sowas. Und jetzt kann ich anfangen, das zu erforschen, weil ich jetzt mal so erfahren, weil ich jetzt auch dran glauben kann, sozusagen. Ja, Ja. dafür. Also meiner Meinung nach schenkt Gott dann auch Menschen solche Erfahrungen, dass sie Total. Einblick bekommen und dann sich vielleicht auf den Weg machen. Aber du bist danach immer noch der gleiche, mit dem gleichen Mind, mit den gleichen Ego-Strukturen. Voll. So, dann fängt das halt erst an, die Arbeit. Du hast ja noch gar nichts verstanden. Ja. Auch wenn du eine Erfahrung hattest. Deswegen, das ist so Erfahrung, ja, schön, sei dankbar dafür, aber dann leg die auch wieder beiseite. Ja, und Kaum klar so. genau, und nicht zu viel drauf einbilden auch, dass man jetzt irgendwie voll die Truth gesehen hat oder sonstiges, weil selbst was man da erfährt, Ja. ist trotzdem noch ein Pups im Gegensatz zu der kompletten Realität Gottes so. Deswegen denke ich, ist es wichtig, dass man sich immer auch darauf zurückbesinnt, auf dieses so, man weiß im Endeffekt überhaupt nichts. Okay, ich habe Genau. jetzt hier eine krasse Erfahrung gemacht, aber diese krasse Erfahrung, die man macht, ist nicht, dass wir abdrehen, sondern es ist im Endeffekt auch nur ein Geschenk Gottes, damit wir uns mehr öffnen können, damit wir uns ihm mehr hingeben können, sozusagen. Damit wir bescheidener auch werden im Endeffekt. So. Ja. Ja, fassen wir es nochmal zusammen. Also ein Satguru ist halt auf dem short-term Weg komplett unserer Meinung nach nötig so, sonst verläufst du dich einfach. Weil einfach dieses einfache, bodenständige Beispiel, wenn du jetzt auch ganz normal eine Berufsausbildung, ne, du wirst jetzt, machst du irgendeinen handwerklichen Beruf, was weiß ich, Tischler oder so. Ist auch ein Meister, Tischlermeister, ne? Der bildet dich dann aus, ne? Ist ja ein Guru, also Guru heißt Lehrer. Der bildet dich ja aus. Sagst ja auch nicht, ey, was? Ich bin schon Tischlermeister. Du sagst ja nicht. Willst du Du niemals. erklärst dem ja nicht sein Handwerk dann am Du Ende kannst noch. es ja auch einfach nicht. Weil du es nicht kannst. Genauso wenig kannst du auf einmal nach innen gehen und Gott da finden. Das geht gar nicht. Na. Weißt du, wenn du vielleicht plötzlich in deinem Leben Erleuchtungserlebnis bekommst oder so, dann ist das aber von vorherigen Leben, dass du da auch, da hattest du da deine Satguru oder so. Und das ist dann auf einmal in diesem Leben, kann ja sein, sowas.
Ne? So, das ist plötzlich das Punkt, so wie bei Eckhart Tolle zum Beispiel, hat ja auch plötzlich dieses Erleuchtungserlebnis. Aber das ist halt dann Verdienst auch aus vergangenen Leben. So erkläre Hat ich ja auch mir. gesagt, er war lange Zeit davor schwer depressiv und sowas. Nee, aber im Endeffekt, also zeigt ja. Ja, aber das ist irgendwie, also ich meine das halt so aus der Erklärung heraus, dass er nicht einfach, er ist jetzt einfach erleuchtet, er hat ja auch was für geleistet und da hat er Ja, auch ja. einen Sadhguru. Also ich verstehe das halt so, dass jeder Mensch im Grunde einen Sadhguru hat. Jede Du meinst jetzt, Seele. ob man den jetzt sieht oder nicht, sozusagen. Ja, das ist halt eine Gnade, wenn du den in diesem Leben hast. Also so verstehe ich das halt. Ja. Im Endeffekt ist ja auch, sagt der Guruji selber, der Satguru oder ein wahrer Meister, der ist im Endeffekt der Repräsentant für eben unser höheres Selbst, für unser Herz, für unsere Herzensführung so. Und die hat ja im Endeffekt jeder von uns, um das jetzt mal auf deine Aussage zu beziehen. Die hat ja jeder von uns, nur wie sehr wir gelernt haben, dem darauf zu hören oder damit umzugehen und das zuordnen zu können. Das ist halt eine Sache, das muss man erstmal komplett lernen. Und wie du gesagt hast, also es ist halt komplett in unserer westlichen Gesellschaft so verdreht. Guru, ach nee, das ist schlecht, schlecht und sowas, ne? Ja. Aber es ist halt eigentlich komplett logisch, wenn man einfach mal betrachtet, okay, du willst was lernen, also gehst du zu jemandem, der das gemeistert hat, so. Und wenn man jetzt sagt, so, ja, okay, aber jetzt kann ja jeder da hinkommen und sagen, er hat es so und so gemeistert und zum eigenen Vorteil ausnutzen oder so, da denke ich, muss man auch einfach ganz klar auf sein Bauchgefühl hören, was einem da Ja. so da, und sich nicht verschließen. Nur weil es gibt auch die Hans-Peters, die sich dann irgendwie denken, so, ja, okay, geil, so kann ich jetzt meinen eigenen Shit draus machen. Aber ich persönlich denke, wenn man wirklich sich nicht verschließt und darauf vertraut, auf seine Herzensführung da auch, dann spürt man schon, was ist jetzt wirklich der wahrhafte Meister und was kann mir wirklich helfen und Naja. was ist einfach nur, sage ich mal, leeres Geschwurbel oder halt einfach so, ja, Klar, nicht das real. voll. Da muss man auch komplett ehrlich zu sich sein. Kann ja auch sein, dass das nichts für einen ist. Dann ist das ja auch okay. Aber ich kenne gestandene Männer, die mir vorher gesagt haben: so, ey, ich will da nichts mehr zu tun haben mit den Füßeküssern und so, ne? Und die jetzt selber Anhänger sind, geworden sind, weißt du, weil die gespürt haben, okay, shit, das ist ja die Wahrheit. Ich kann das nicht mehr leugnen, so. Ne? Die sind selber Anhänger geworden, Bruder. Ja. Und eine Frage war ja noch, wieso dieses im Äußeren verehren, was das denn soll. Ne? Weil es ist ja tatsächlich so in unserer Tradition, dass das Äußere verehrt wird, zum Beispiel die göttliche Form in Form von Murtis, ne? Gesegnete Statuen in Tempeln. Die Guru Puja wird ja auch, die Guru Padukas, das sind ja äußere Dinge, materielle Dinge. Warum ist das so? Das können viele nicht verstehen, weil wir haben ja Gott in uns drin. Da kann ich kurz was zu sagen, wenn du gerade nicht sagen willst. Und zwar habe ich jetzt nochmal genau darüber gehört, hat Guruji neulich ja auch bei der Tempeleröffnung drüber gesprochen, dass ja diese neue Deity, die da steht, also diese, sage ich mal, Statue Gottes, die dann in dem Tempel steht, die ist Vitala, also es ist eine Form Gottes. Im Hinduismus gibt es ja ganz viele Formen Gottes sozusagen. Und dann wurde halt gefragt, okay, ist es jetzt aber Vitala oder ist es so, ist es Pandurenga? Und Pandurenga ist sozusagen, symbolisiert diesen Inneren, also Gott in uns drinne, dieses Nicht-Physische. So. Und dann hieß es halt, dass er beides ist und dass es halt eben aus dem Grund wichtig ist, weil wenn wir uns auf das Äußere, auf die äußere Form Gottes fokussieren, kommen wir dadurch automatisch auch zu dieser inneren Form Gottes. Also das heißt, wenn wir uns mit Gott im Äußeren beschäftigen, über den Guru oder über Schriften oder über die Puja oder halt Ritual oder sonstiges, richten wir unsere Sinne auf Gott und dadurch fängt er auch an, sich in unserem Inneren sozusagen zu zeigen immer mehr. Ja. Und dann fangen wir an, das im Herzen zu spüren. Und deswegen ist es halt aus meiner Erfahrung einfach so wichtig, dass wir, weil wir sind nun mal, wir leben in einer Zeit, wir sind so krass nach außen gepolt. Wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, wir gehen nach innen, fertig, so. Wenn wir wirklich so eine tiefe Beziehung zu Gott aufbauen möchten, dann ist es halt voll wichtig auch, finde ich persönlich, wenn man eben so einen Anhaltspunkt hat, an dem man auch, sage ich mal,
zu dem man eine Beziehung aufbauen kann. Ich fand es mal geil, wie Guruji es gesagt hat, you cannot, du kannst keine Beziehung zu Luft, mit Luft aufbauen, sozusagen. Ja, genau, mit der formlosen Gestalt Gottes. Ja. Wie soll das gehen? Wie sieht denn das formlos aus? Weil du hast ja einen Mind und den musst du halt füttern. Ne? Du hast ja einen Verstand und der wird die ganze Zeit mit Informationen gefüttert, ja? Ja. Aber oft mit negativen Informationen. Und das hat das, was wir in unserer Tradition halt praktizieren, Pujas, diese äußeren Rituale, ne? Da sind ja immer die verschiedenen Formen Gottes, sehen wir da. Also wir haben ja auch einen Gott, Narayana, aber das sind halt verschiedene Aspekte von Narayana, zum Beispiel Panduranga oder Vitala oder Krishna, ne? Und diese Formen wirken halt extrem transformativ auf unseren Verstand. Das, oder auch das, die heiligen Mantren, die wir chanten, zum Beispiel Om Namo Narayanaya, das ist alles, um den Mind zu füttern mit der göttlichen Schwingung, weil auch die Form hat eine göttliche Schwingung. Die Narayana-Murti zum Beispiel hat eine göttliche Schwingung. Wenn wir uns darüber meditieren, dann hat das einen Impact auf unser Gehirn. So. Und dann ändert sich unser Gehirn, dann wird das positiv, dann richtet sich das auf das Göttliche aus. Und nur wenn wir unseren Verstand auf das Göttliche ausrichten, kann auch das Göttliche in unserem Inneren freigeschaltet werden. Das Voll. ist der Krishna, das Göttliche in uns ist versteckt. Das zeigt sich nicht so einfach, das ist schüchtern. Du musst erst danach dich sehen. Ne? Und das kannst du machen, indem du das praktizierst. Und wenn man das jetzt alles nicht glaubt, ist okay. Man kann immer noch sagen, glaube ich nicht, dass das so ist, dass diese Murtis irgendwie göttlich sind. Aber dann müsst ihr das nur mal ausprobieren. Probier mal eine Puja aus. Das sind ja uralte, jahrtausende Zeremonien, die von den Rishis sozusagen in die Welt gebracht wurden, um den Menschen zu helfen, sich mit seinem wahren Selbst zu verbinden, also mit dem Göttlichen. Und du spürst das einfach. Du spürst, dass du auf einmal einen Frieden findest. Voll. Spürst. Du spürst auf einmal dein Herz, du fühlst auf einmal Liebe. Du kannst dir das vielleicht gar nicht erklären. Deswegen einfach mal ausprobieren. Und dann kannst du immer noch sagen, ey, glaube ich nicht. Ne? Das war so krass. Aber warte noch kurz. Ja. Es hat aber einen extrem tiefen Sinn, einfach sich auf die göttlichen Formen zu konzentrieren, weil, wie gesagt, du fütterst deinen Verstand mit einer hohen Schwingung, mit etwas Göttlichem. Genauso, wenn du diese heiligen Schriften liest, das Mantra chantest oder Kirtan singst. Oder auch der Sadhguru, die Form von ihm, sich auf ihn zu konzentrieren. Ist auch, wenn du über ihn meditierst, wirst du auch davon Benefits bekommen, so. Das hat alles seinen Sinn. Es geht gar nicht darum, dass oh, der muss jetzt hier so. Er gibt sich uns hin. Er macht das ja für uns, dieses ganze Theater. So. Dass unser Mind das begreift, er bringt ja im Grunde durch diese ganzen Sachen, bringt er ja das Göttliche in diese Welt. Und dafür brauchst du ja einen Träger. Und er benutzt halt den Sanatana Dharma, den Hinduismus, dafür. Ne? Es gibt auch andere Avatare, Heilige, die haben dann einen anderen Träger benutzt, Voll. sozusagen. Andere Religionen vielleicht. Ne? Ja. Ich finde, vor allen Dingen bei den Mantren ist das immer so sehr, sehr logisch, sage ich mal, auch erklärbar, weil im Endeffekt ist ja Musik ist ja oder Klang ist ja eine Schwingung schon für sich, eine Ja. Vibration. Und vor allen Dingen, wenn du Musik hörst, merkst du ja einfach schon so, wow, krass, das macht was mit mir. So. Und ich fand das mal so cool, also das jetzt auf Mantren bezogen, ne? Weil also das ist für mich einfach komplett logisch. Okay, wenn ich diese Schwingung, diese göttliche Schwingung, ist ja klar, dann bin ich ja auch, dann bin ich dieser Schwingung ausgesetzt, sozusagen. Ja. Zu den Murtis habe ich zum Beispiel mal was Interessantes, so eine interessante Beschreibung gehört. Die sind wie so ein Ventilator in einem Raum, weißt du, in dem Raum hast du zwar auch Luft, aber der Ventilator, der pustet die Luft speziell in deine Richtung so. Und so machen das die Murtis halt auch. Gott ist vielleicht überall, okay, aber die Murtis, die geben dir so also die richten das direkt an dich sozusagen. Oder du kannst deine Aufmerksamkeit direkt darauf richten. So. Dann ist es nicht nur irgendwie so ein, ah oh ja, Gott ist überall, sondern okay, jetzt habe ich hier gerade Gott vor mir sozusagen. Ja Und und ja. was ich noch erzählen wollte, ich fand es nämlich so interessant am Anfang. Für mich war das auch so, ich habe lo auf logischer Ebene gar nicht verstanden, was da abgeht. Ich bin einfach nur so zum Beispiel dahin gekommen in den Tempel das erste Mal oder als Guruji das erste Mal begegnet habe. Das war einfach nur ein Gefühl. Einfach wirklich nur so ein Gefühl von, boah. So, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas in mir fühlt sich vertraut damit, fühlt sich wirklich einfach so angekommen und vertraut und sowas. Und vor allen Dingen, als ich Guruji wirklich das erste Mal auch so live begegnet bin und in die Augen geguckt habe, es war wirklich krass, weil ich irgendwie so, ich konnte es nicht logisch nachvollziehen, aber so diese ganzen Fragen, die ich vorher immer hatte übers Leben und so, die waren wie weggewischt so. Es war einfach so, ah ja, Mann, klar, logisch.
So, aber nicht auf einer logischen Ebene, so, weißt du, sondern einfach nur dieses Gefühl war einfach so besänftigt sozusagen. Und das war einfach schon Grund genug für mich, so, anstatt dass ich jetzt so sage, so, ja, aber das ist ja, das kann ja gar nicht alles, ich verstehe das alles nicht, das kann ja gar nicht alles, sondern ich einfach sage, wow, okay, boah, krass. Irgendwas in mir fühlt sich vertraut an und es fühlt sich gut an. So, ich möchte mehr wissen, ich möchte mich mehr damit beschäftigen und gucken, okay, vielleicht kann ich ja noch mehr herausfinden darüber sozusagen. So, und so hat es dann auch angefangen, dass ich halt für mich einfach gemerkt habe, okay, geil, das lässt mich gut fühlen so. Und bis jetzt, ich bin jetzt seit 3, 3,5 Jahren oder so dabei, muss ich sagen, wurde das Gefühl immer nur intensiver. Also ich habe bis jetzt kein Mal wirklich so ein Erlebnis gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, nee, gar nicht, null. Ich habe wirklich bis jetzt, hat sich dieses Gefühl dieser Liebe und so immer nur verstärkt, immer nur verstärkt. Natürlich gibt es auch harte Phasen und sowas und man geht auch durch seine innere Negativität und sein Leid und sowas. Aber was du dafür bekommst, ist halt immer mehr diese tiefe Verbindung zu diesem Göttlichen einfach so. Und da kann ich wirklich sagen, meiner Meinung nach ging das wirklich nur durch den Sadhguru, dadurch, dass er mich geführt hat. So. Ja. Und das äußere Leben verbessert sich halt auch, kann ich aus Voll. meiner Erfahrung sagen. Also mein ganzes Leben, seitdem ich bei ihm bin, hat sich so enorm verbessert, was ich mir niemals hätte erträumen lassen. So. Das innere Wohlbefinden sowieso, aber auch das äußere, alles, was ist einfach besser geworden. So. Viel besser, viel besser. Und auch viel mehr im Flow leben, viel weniger Ängste. So. Und noch tausend Sachen, so, die, ja, einfach, und das sagen zehntausende Menschen, so, die bei ihm sind. Ja. Da muss man dann so, okay. Individuell, nicht abgesprochen oder sowas, sondern Vielleicht sind die ja doch nicht alle verrückt oder so. ja. Es sind ja immer individuelle, verschiedene Erfahrungen, die trotzdem irgendwie immer wieder das Gleiche erzählen. So, und das ist ja das Verrückte auch irgendwo daran. Ja, was ich noch kurz sagen wollte zu den Mozis, das ist ja nicht nur, also die Mozis an sich, diese Form ist göttlich, ne? Also die Form ist halt einfach transformativ. Aber auch die Mozis an sich, wir glauben ja auch, dass die lebendig sind, wenn wir die halt, ne? Entweder vom Meister erweckt wurden oder wenn wir die, ja, Pujas zu denen machen, die mit Bhakti, mit Liebe und so, dass irgendwann Gott da sozusagen einzieht, so, ne? Und wenn du ein bisschen sensitiv bist, dann, also sind das, die werden im Grunde so heilige Energiezentren, die Mozis, ne? Die machen den Ort im Grunde heilig. Ne? Ja. Wenn du auch täglich Rituale zu denen machst, dann senden die einfach eine göttliche Schwingung aus. Und du kannst immer, wenn du in deren Gegenwart bist, von diesen Mozis Blessings empfangen, Segen und Darshans, und die nehmen auch die Negativität von dir, die Mozis. Also die Voll. sind. Und okay, das glaubst du vielleicht nicht, kann sein, aber wenn du einen Tempel betrittst und du ein bisschen feinfühlig bist, dann spürst du das. Ja, Und und auch viele. einfach ein bisschen offen bist, so und nicht so direkt schon alles verurteilen und von Anfang an, sondern wenn man einfach sich mal darauf einlässt, bin ich der Meinung, dann kann man auch wirklich so Du spürst, die meisten spüren. spüren das tatsächlich. Viele, bei einigen ist es auch so, dass auf einmal ganz viel in den hochkommt durch die hohe Schwingung, dass der noch. Dann passiert ja auch was, ne? Dann wird ja die Negativität hochgespült, so. So, ist auch, wenn man der Kopf anfängt zu rasen oder so, oder vielleicht sogar Panikattacken oder so, das ist alles schon erlebt, das mit Leuten im Tempel. Ja, aber das ist ja im Endeffekt auch nur, weil man plötzlich mit so einer Positivität konfrontiert wird, dass man erstmal merkt, wie negativ man eigentlich ist, so. Was ja überhaupt nicht schlimm ist, wenn man Nö. das merkt, Ist so, nicht schlimm. aber das Schöne ist ja, dann kann man auch daran arbeiten, wenn man es erstmal so merkt, so. Nein, ist gar nicht schlimm. Es ist auch gar keine Verurteilung. Das ist also mit uns Menschen. Schließt keinen Menschen aus. Wir wurden halt mit Negativität halt auch zugepumpt. So sind unsere Leben ja. Und dann fangen wir an, irgendwann aufzuwachen, und dann reinigen wir uns dann ja auch wieder. Das ist halt der Lauf der Dinge so. Voll. Ne? Ich wollte eine Sache gerade nochmal sagen, auch zum Thema Murti, ne? Oder allgemein Gott auch als Person zu betrachten und zu dieser Person dann eine Beziehung aufzubauen. Im Endeffekt ist es ja komplett logisch, weil wenn man jetzt eine Serie guckt oder so, oder eine Zeichentrickserie oder sonstiges, oder sich Geschichten anhört, man baut ja auch eine gewisse Beziehung zu den Charakteren auf, so. Und das Coole ist, wenn man halt jetzt, sage ich mal, diesen Geschichten Gottes zuhört, dann baust du eine Beziehung auf zu Gott, zu der höchsten Persönlichkeit sozusagen. Und da helfen die Murtis zum Beispiel, Rituale zu den Murtis zu machen, hilft extrem dabei. Und dann ist es zum Beispiel so, dass wenn du dann an die denkst und wenn du unterwegs bist oder du siehst irgendwo oder du hörst den Namen oder sowas,
bist du direkt in diesem Gefühl von dieser Beziehung, die du eben dazu aufgebaut hast. Und dadurch, dass es halt wirklich das Höchste ist und einfach die höchste Positivität ist, so, hat es auch einfach nur einen positiven Einfluss auf uns. So. Ja, und du erinnerst dich dann an Gott. Und ich glaube auch deswegen inkarniert Gott ja auch immer wieder und macht seine Lilas, also seine Seine Spiele, Spielchen. Spiele sozusagen für die Menschen und dass die Menschen dann darüber berichten und dann sich das erzählen können. Und dann, wie du das gerade erklärt hast, dann erinnern sie sich an Gott. Zum Beispiel die Lilas von Krishna oder Rama oder Jesus Christus, Voll. ne? Oder Buddha oder so, dass du dann über Gott redest und dann erinnerst du dich an Gott. Ja. Und Gott ist ja eh alles, was ist. Also er ist natürlich eine Person, aber auf der anderen Seite ist er auch das gar nichts. Also, ne? Er ist ja alles. Aber wie gesagt, du brauchst schon dieses Persönliche, um mit ihm eine Verbindung Ja. zu. Das andere geht ja nicht. Du kannst ja nicht das Nichts anbeten. Naja, und auch vor allen Dingen nicht aus dem Nichts eine Beziehung zu Gott haben. Wenn du Ja. nie das praktiziert hast, wenn du die nie aufgebaut hast, so dann natürlich, wenn du dann in den Tempel gehst oder so, ist ja klar, dass es dann erstmal für dich nicht verständlich ist, weil du hast ja überhaupt keinen Bezug dazu. Ist ja logisch im Endeffekt. Aber dieses Persönliche, du liebst ja Jesus, weil du den kennst, weil du weißt, wie der drauf ist, dass es so ein sanfter Dude war, so der den Menschen geholfen, du Ja. liebst den ja. Oder genauso Krishna, du findest ihn lustig, was er für Streiche gespielt hat und so. Und dann, ne, fängst du Ja. ja an, ihn zu lieben. Und das ist ja das Ziel auch, dass wir anfangen, Gott wieder zu lieben. Und das, ja. Voll. Und ich wollte auch nochmal sagen, eben, was du auch gesagt hast, man kann natürlich jetzt sagen, so, ja, nee, glaube ich nicht oder sonstiges. So, es ist natürlich wichtig zu wissen, jeder darf natürlich glauben, was er möchte. So. Ja, auf jeden Fall. Es geht überhaupt nicht darum, dann zu sagen, so, so, ihr glaubt nicht an Gott, ihr kommt alle so und so. Nein, jeder kann komplett glauben, was er möchte. So. Ja. Aber ich denke, wenn man halt so schon sich die Frage stellt, warum braucht man das überhaupt? So, dann ist es wichtig zumindest, es vielleicht, auch wenn man es vielleicht nicht versteht, aber nicht zu verurteilen, sich zu verschließen davor, sondern einfach wirklich mal gucken, okay, so es einfach mal auszuprobieren, anstatt einfach zu sagen, so, ah nee, das ist auch alles Quatsch und sowas. Und Ja, dann aber kann man wenn. ja immer noch gucken, okay, so, Klar. was macht es mit mir und sowas? Sowieso. Also Und dann kann offen man immer bleiben. noch sagen am Ende so, nö, will ich nichts mit zu tun haben. Naja, es ist immer gut, so offen zu bleiben. Oder auch so, ey, wenn du all deine Antworten hast und so zufrieden bist, ist doch cool, Alter. Freut mich für dich. Geil, ey, du brauchst keinen Satguru, ey, cool. Ich brauche einen so. Ja, Weißt du? da finde ich es auch nochmal geil. Kam irgendwann zum Punkt in meinem Leben, dass ich gesagt habe, so, ey, nein. Ich brauche das. So, dann habe ich zum Beispiel das Buch Yogananda gelesen. Genau das brauche ich. Ich Ja. brauche auch Satguru. Ja. Kann ich komplett ahnen. Aber wenn du das nicht brauchst und so irgendwie denkst, du bist zufrieden und alles ist cool für dich, ja, er ist doch cool. Ist doch easy. Ja, das ist echt wild. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, ich fand es mal so cool. Ich habe auf TikTok so einen Livestream gesehen. Da ist so ein, so, ja, ich bin agnostischer Atheist. Erzähl mir, warum ich an deinen Gott glauben sollte, so mäßig, ne? Und da kam einer rein in den Livestream, der hat es so geil gesagt, so, ey, ich habe Leute getroffen. Ich selber, ich glaube an Jesus, so. Und ich habe wirklich tiefgehende Erfahrungen mit Jesus gemacht, so. Und ich würde jedem empfehlen, natürlich auch sich damit zu beschäftigen oder sich da mal für zu öffnen. So, aber ich kann auch verstehen, wenn man es nicht macht. Und ich habe auch Leute getroffen, für die war das mehr Surfer, für die das mehr der Gott war oder sonstiges, weißt du? Oder Leute, die gar nicht an Gott glauben. Und vielleicht, und der hat es so cool gesagt, vielleicht ist es auch überhaupt nicht in diesem Leben gedacht, dass du an Gott glaubst, so. Aber wo es gefährlich wird, ist, dass man anfängt, dagegen Kämpfe zu führen. Dass man zum Beispiel nicht an Gott glaubt und andere Menschen jetzt plötzlich auch davon überzeugen will, nein, das ist alles Quatsch, das existiert nicht und sonstiges. Da muss ich wirklich sagen, da muss man vorsichtig sein, weil da spielt man mit Kräften, die man nicht versteht, so. Ja, vor allen Dingen, wenn man auch dann irgendwie aggressiv wird oder so, das muss ja nicht sein. Aber genauso umgekehrt. Genau. So, ich sollte jetzt auch nicht aggressiv werden, weil mir einer nicht glaubt oder so. Das Genau. Egal in welche Richtung, Fanatismus einfach ist nie so, geil. du glaubst nicht, okay, cool, ich finde dich trotzdem cool. So. Ja, Weißt? wir können trotzdem miteinander abhängen, so mäßig so. Weil Ja. wir uns halt respektieren. Fertig Ja. aus. Genau, Das reicht ja schon, dass die Menschlichkeit lebst bleibt. du dein Leben, ich lebe meins, so ganz easy. Da ist Platz für beide. Voll. Ja. So. Weil es ist nichts, was man aufzwingen kann. Genau. Entweder man tut es vom Herzen oder man tut es halt nicht vom Herzen. Beides ist okay. So, aber man sollte nicht hingehen und sagen, so, du bist falsch und genauso andersrum auch nicht sagen, du bist falsch, weil dann haut man sich nur die Köpfe ein. Gell? Jo, das ist nicht gut. Ja, Mann. Wollte ich noch was Ja, sagen? alles klar, Bruder. Ich glaube.
Wir haben Ich jetzt noch weiß. eine Minute, sag noch schnell was. Okay, Ich also, grüße meine Familie. Bruder, ich grüße meine Familie, meine Schwester, meine Bruder, meine Mutter. Hallo Mama, ich hab dich lieb. ja. Nee, ich weiß gerade nicht mehr. Schade. Egal. Alles klar. Gut. Alles klar, Bruder. Bis nächstes Mal. Jo, bis dann. Tschüss. Die Worte zu Narayana, dem Echten, wird den Bann der Ahnen uns brechen. Ist mit Humble das krass zerflexen, wird Alhamdulillah niemals enden. Denn der Bre hat es mächtig drauf, deswegen mach ich grad diese Texte, verpacke die krass und start bring the message. Du kennst mich, ich flex mit Narayans Technik und grüß durch die Galaxy. Jago Dave, ich bin Ramadas und ich möchte dich recht herzlich zum Healing Room Connecte dich mit der Narayana Energie einladen. Der Healing Room findet online statt und ihr werdet via Zoom in den Narayana-Tempel geschaltet und profitiert so direkt von der heiligen Energie dieses Kraftplatzes. Wir verbinden uns gemeinsam mit der Narayana-Energie zum Auftanken, zum Loslassen von Negativität und zum Herzöffnen. Durch das Connecten mit der Narayana-Energie findet ein Prozess statt, der innere Ruhe fördert, uns wieder Liebe spüren lässt und auch sehr, sehr hilfreich dabei ist, Selbsterkenntnis zu erlangen. Es wird einen Live-Chat geben, ein Q&A, wo ihr mir direkt Fragen stellen könnt zu euren Themen, was euch zurzeit beschäftigt, und ich werde direkt darauf eingehen können. Ich werde auch eine Sankalpa-Puja für euch durchführen zu euren Themen, die ihr mir vorher zukommen lassen könnt oder auch dann live via Chat zukommen lassen könnt. Und das ist sehr, sehr kraftvoll, da sie unter dem Segen eines echten spirituellen Meister stehen und was immer sehr, sehr positive Auswirkungen für die Teilnehmer bringt. Der Healing Room fördert die Bewusstseinswerdung, die Selbsterkenntnis, die Selbstliebe, öffnet das Herz und wir können uns zusammen mit positiver Energie auftanken. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Ganz liebe Grüße aus dem Narayana-Tempel.